Moin zusammen, weiter geht's mit City Skylines und ja, das spült die Stadt richtig auf. Ich glaube, Energieprobleme sind komplett passé. Wir haben das Kernkraftwerk jetzt bei 42.000 Einwohnern in Bunnytown freigeschaltet und müssen wir mal den einen oder anderen Ölbohrturm hier irgendwie verschätzen, wollte ich gerade sagen. So, Wasser hat er, Strom müsste er, ja, hat er auch noch. Sehr cool. Ich habe hier so ein bisschen die Fischroute verbessert. Die ging eigentlich nur runter und wieder hoch. Und da stand hier ganz schlechte Fischausbeutung. Also Fischfangrate meine ich natürlich. Und deswegen habe ich das hier so ein bisschen reingeknotet. Und jetzt haben die Kutter nicht nur 45% Fangrate, sondern... Ich glaube, mit exakt 100 kamen die eben rein. Mal gucken. Ganz knapp. Zack, 100 und geladene Fischfracht alle. Sehr schick. So, dann habe ich hier noch ein paar Anglerinseln reingesetzt. Besucher und Touris aktuell noch 0. Da sind nur 5, da sind nur 6. Also hier kann man wirklich ganz in Ruhe angeln. Hatte ich hier auch eine Anglerinsel? Ja, ist auch nicht wirklich viel los, ne? Café ist auch nicht so viel los. So, und in der Folge würde ich jetzt das nächste Gebiet hier kaufen. Nee, Quatsch, da war es nicht. Das dort oben. Holz haben wir da ein bisschen, Preis 17.000. Verbindung ist leider nur ausgehende Schiff- und Flugzeugverbindung. Schienen leider komplett gar nicht, ne? Schade eigentlich, dass man das nicht nochmal... nachträglich irgendwie wieder ein Zug, ne? Dass man das nicht sagen kann, so hier bitte Zugverbindung in die Stadt und dann wird hier irgendwas implementiert und dann kann man da einfach rüber. Gut, wir kaufen uns hier die Insel der Freude da hinten. Ups. Okay, mal, was ist das hier? Ach, das ist so eine alte Ruine, ne? Die ich wegreißen könnte. Aber die lasse ich. Die werde ich tatsächlich lassen. Und da irgendwie rumbauen. Das wird spannend. Und dann werde ich da mal mit den Deko-Objekten dann später auch arbeiten. Und ich glaube, da machen wir einfach mal eine zwei- oder dreispurige... Gibt es das? Eine dreispurige Einbahnstraße? Sechsspurige Einbahnstraße. Oh Gott, sechsspurige Einbahnstraße. Da fällt mir ein, Kreisverkehr in Paris. Alter, die absolute Hölle, ne? Wahnsinn. Und kann ich echt nicht empfehlen, in Paris Auto zu fahren. Gut, nehme hier erstmal. Ja, erstmal die zweispurige und wenn es verkehrstechnisch schietig wird, dann kann man das nochmal anpassen. Jetzt muss ich hier nur mal einen Eingang irgendwie schaffen, ne? Nee. Ist schon so. Das. Rum. Rum. Rum und rum. So, den Teil haben wir schon mal. Mach einfach mal Pause, oder? Bau einfach mal, ohne irgendwie. Ohne, dass das hier alles mitläuft. So, jetzt wird es nämlich hier interessant. Guck mal. In der Stadt soll die helle Beleuchtung und nicht diese... gelbliche hier kommen. Das heißt, wir nehmen Bäume außen, ne? Yes. Guck hier mal. Das wird doch richtig schick. Kann man hier irgendwie... Ja, ich würde irgendwie tatsächlich so eine schicke Brücke haben wollen. Nee, so, von hier aus rüber, aber sollen die schicke Brücke machen hier, diese Hängebrücke.
da muss ich das in Teilabschnitten jetzt hier rüberziehen, damit er da bei der Brücke bleibt. Ah, warte mal, das muss doch gerade sein, ne? Deswegen. Okay, dann nehmen wir das nochmal weg. So, von hier aus nach da. Machen wir so einen kleinen Spagat mit den Brücken. Ein bisschen enger. Hier und gerade rüber. Okay. So geht das. Sechsspurig in die eine, sechsspurig in die andere Richtung. Und hier werde ich tatsächlich, glaube ich, nochmal eine Mautstelle reinpacken. Einfach nur, weil ich gierig bin. Große Mautstelle, ne? Ja, pass auf. So. Zack, zack, zack. Oh, warte mal. Eine Richtung, zwei Richtungen. Okay. Ah. Yes. Gut. Verkehrsinsel da mittig. Und rüber. Ja, das passt. Mal gucken, wie das Verkehrsaufkommen hier später sein wird. So, wir brauchen hier auf jeden Fall Wasser. Rüber zum Stadion. Zack. Oben hat er und dann geht's dahin. Sehr geil. So, dann geht's schon direkt los mit einem einzigartigen Gebäude. Was ist das denn da? Schirp Startgelände. Ui. Muss neben einer Straße platziert werden. Auf dem Schirp Startgelände können Sie für den öffentlichen Weltraumtransport Raketen bauen und diese abheben lassen. Wenn Sie bauen eine Rakete, benötigen Sie Material von Gebäuden aus der Öl- und Erzindustrie. Starten Sie die Rakete über die Schaltfläche im Gebäudefenster. Ja, nice. Das, ach du Gott, ist das riesig, ne? Das wird hier hinten hinkommen, wenn das ganze Öl hier irgendwann mal weg ist. Dann machen wir hier noch so ein Hightech-Industriegebiet in den Wald irgendwie rein. Okay, orientalischer Perlenturm. Will ich den hier haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, den setze ich eher an die Küste. Das ist Nanotechnologiezentrum. Ja, das kommt, glaube ich. Oh, das könnte man hier irgendwie ansetzen. Ja? Hier so ein Hightech-Gedöns einmal rum. Kathedrale des Wohlstands. Modern Art Museum, nö. Um der Zinsen, den könnte man hier irgendwie zwischenpacken. Das ist aber auch sehr, sehr breit. Opernhaus, ein großes Einkaufszentrum. Transportturm, na, den wiederum möchte ich da nicht haben. Verkehrspark. Lokomotivhallen, okay, ja, weiß ich nicht, ob ich die kriege. Turm der Hohen Zinsen, nehmen wir den hier tatsächlich. Hier zwischen. Okay, so, dann gucken wir noch mal nach einer zweispurigen Autostelle. Yes. Dorthin. Bam. Ja. Einfach mal diagonal hin. Yes. So, zweispurig jede Richtung hatte ich da. Sehr cool. Das Ding nehmen wir hier natürlich auch. Ziehen hier einmal runter. Und der Turm der Hohen Zinsen kommt hier auf die Innenseite. Wasserscheiß. So, Wasser rüber. Anschluss. Und dann schauen wir mal, wie wir da jetzt Strom hinkriegen. Boah, Alter. Das ist mal ein Kasten hier, ne?
So, das war dreispurig in die Richtung. Da, die nehmen wir und damit geht es jetzt hier runter. Wer die Brücke fahren möchte, der muss Maut nehmen, ansonsten geht es da hinten halt rum. Mal gucken, wie das angenommen wird später. So, hier gehe ich jetzt einmal komplett straight runter bis dort. Center. Guck mal, hier wird es jetzt Touring-mäßig. Ja, wer da möchte, muss natürlich Maut bezahlen. Auf der Seite leider auch, ne? Vielleicht muss ich die Mautstelle dahinter machen. Also das Gebäude nach vorne ziehen. Ich will es aber an der Küste haben. Ich lasse das einfach mal so. Ja, und warum nicht hier auf die Seiten? Expo Center. Fachmessen, Konferenzen, eine ganze Scheiß. Modern Art Museum. Mach mal an jede von diesen, an jede Stirnseite von diesen Dingern hier, mache ich mal ein geiles Gebäude. Kathedrale des Wohlstands, ja, die kommt jetzt hier auf diese Seite. Center, das kommt hier auf diese Seite. Wissenschaftszentrum. Mal gucken, was haben wir denn da noch so? Opernhaus. Das möchte ich noch wieder separat an die Küste haben, mit Fähren und so. Das Einkaufszentrum möchte ich da auch nicht. Den Transportturm. Mal gucken, ob der hier vielleicht sonst auf so eine Seite kommt. Mentalischer Perlenturm, den können wir jetzt tatsächlich hier eigentlich mal hinsetzen. Noch nicht an die Küste, wie ursprünglich gesagt. Theater der Wunder. Bauen Sie Instanzen von Universität. Kommen da noch Service Services. Eine städtische Dienstleistungsgebäude, öffentliche Bibliothek. Aquarium. Okay, nee, guck mal, dann lassen wir das erstmal so. Soll da noch Strom hinkriegen. Strom, Mast hier zwischen. Erstmal ja, den werde ich sehr wahrscheinlich wieder wegnehmen irgendwann. Einfach erstmal die Grundversorgung darüber zu kriegen. Schon ist die Kohle auch alle, ne? Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass mich die öffentlichen Kosten da jetzt nicht auffressen. So, da muss man dann natürlich noch eine Straßenverbindung irgendwie rankriegen, ne? Guck mal, hier kommt eine ganz fette Kreuzung hin. Dann geht's echt nur einbahnstraßenmäßig in eine Richtung, ne? Waren die vierspurigen, hatte ich glaube ich hier. Nein, es waren Bäume in der Mitte. Okay, ich lasse mal die Zeit ein bisschen laufen. Und jetzt müssen wir da natürlich noch Strom ranziehen. So, verbunden. Wurde es bereits belegt. So,
Gut, Busverbindung muss da eigentlich rüber, ne? Gucken, ob da jetzt überhaupt jemand Interesse hat, hinzufahren. Elektromobil, ja. Batterie alle oder was ist da los? Guck mal hier, die Strommasten können wir tatsächlich wieder wegnehmen. Dazwischen waren. Sehr cool. Ja, hier werden wir sonst gar nichts machen. Wirklich nur besondere Gebäude. Hier auf der Ecke können wir so einen Finanzdistrikt, sag ich mal, irgendwie reinziehen. Straße. Vierspurige Einbahnstraße. Dreispurige Einbahnstraße. Guck mal, das können wir auch machen. Ne, andere Richtung. Ja. Warte mal, wie kann ich denn Richtung wechseln hier? Zweiwegestraße geht gerade nicht. Irgendwie könnte man ja die Richtung auch wechseln, ne? Ah, genau, rechte Maustaste drauf, so war das. So, guck mal, fahren wir nämlich in die Richtung. Da kommen dann... Jawohl. Bürogebiete. So, dreispurige Einbahnstraße. So ist eigentlich okay. Ich glaube, das machen wir hier auf der Ecke auch nochmal. Hier runter. Nicht zu weit. Bis dort. Dann rüber. Bis dort und hier oben wieder ran. Sehr geil. So, müssen wir mal gucken, dass hier auch Kunden rüberkommen, ne? Spitzenbanking. Also hier wird echt so... gar nicht wirklich viel für Touris, ne? Touris zwar auch, aber halt auch Finanzkram. So, und auf die Seite will ich hier auch noch was haben. So, dann gehen wir dazu. Hier einmal runter. Ne, enger ran. Ist relativ synchron. Okay, schick. Zack. Ah, und jetzt können wir auch die Leitung runternehmen. Da hinsetzen und hier lassen wir erstmal noch frei. So, Stromverbindung. Die Leitung kann auch weg. Oh shit, hier ist doof. Aber der müsste ja gleich auch verbunden werden, ne? Das war auch doof, habe ich mir wieder Bauplatz weggenommen. Rüber, rüber und ran. So, dann gehen wir halt hinten rum.
Fast. Level 1, Level 2, Level 3 wird dann ja irgendwann ausgebaut. Sehr schön. Und wir machen auch wieder Plus. Wunderbar. Guck mal, auch die Brücke wird tatsächlich genutzt hier so ein bisschen, ne? Besucher letzte Woche, Touris letzte Woche, Turm der hohen Zinsen. Wunderbar. Jetzt brauche ich ja eigentlich nur noch eine Busverbindung über, ne? Das mache ich aber später. Obwohl, ne, komm, das machen wir jetzt schon für die Touris. Buslinie. So, pass auf. Wir starten. Starten tatsächlich hier. Neue Linie. Zack. Zack. So, die geht hier einmal raus. Dorthin. So, hier einmal durchs Wohngebiet. So, wer jetzt zum Krankenhaus möchte, kann hier einmal umsteigen. Obwohl, wir können auch hier durch. Park. Park. Da halten, da halten. So, und dann geht es auch schon wieder zurück. Hier rein. Da rein. Da wieder raus. Hier ran und da wieder ran. So, Linie abgeschlossen. Wäre doch nur die eine Richtung. Passt. Reicht. Sehr schick. So, da wird gebaut. Dann können wir es hier eigentlich mal hübsch machen. Ich brauche mal irgendwie so was wie Chirper-Ballonflüge. Ja, auf jeden Fall brauche ich sowas hier auch irgendwo mal. Inzwischen. Nee. Geburtstagsplatz. Irgendwie was mit Wasserfontäne oder so. Das Parkhaus wäre natürlich auch mega hier drin, ne? So, nein. Wir können natürlich an die Straßen hier so Parkhäuser bauen. Sehr nett. Okay. Was? Minus machen wir auch nicht. Ganz im Gegenteil. Dann können wir hier eigentlich mal ein bisschen weiter bauen. So, da brauchen wir noch eine Uni. Wissenschaftszentrum. Opernhaus, guck mal. Ich wollte ja hier irgendwie... Ich glaube, das mache ich hier auf die Wasserinnenseite. Ne? Dazu müssen wir eigentlich das ein bisschen schicker machen hier. Guck mal hier, da wäre doch eigentlich ein geiler Platz für ein Opernhaus. Fälle zu steil. Naja, ja, ja. Das war mir klar. Und warum machst du es dann? Gute Frage. Gelände. Das ist aber sehr, sehr arg steil. Ne? Also ein Strandspaziergang nach dem Opernbesuch ist irgendwie nicht. Es sei denn, ich mache das so wie hier und ziehe mir hier den Strand irgendwie rüber. Ja, mal so. Das Geld haben wir ja, ne? Und gleich ist hier wieder Tsunami-Alarm wahrscheinlich. Ja, drückt das Wasser hoch hier.
Aber das sackt auch wieder ab. So, gut, ja, ist alles überspült, ich weiß, ich weiß. Ich muss einmal kurz warten, dass das nachlässt. Ja, hier ziehen wir tatsächlich Strand runter, komplett. Und eine richtig geile Strandpromenade. Mit Läden, mit Anglerinseln, mit schwimmenden Café. Und hier oben kommt dann noch das Opernhaus irgendwie mit bei. Mit einem Fähranschluss. Wird bestimmt schön. Oh Gott, hier ist jetzt komplett Land unter. Wird sich aber gleich wieder bessern. So, fein. Strand gern noch breiter machen. Wir müssen jetzt ja eigentlich auch gleich schon, genau da kommt die Brücke. Verbrechensrate zu hoch dort. Ja, kümmern wir uns auch noch drum. Nicht Step by Step. Gut, die Einbahnstraße hier rein wird nicht dieselbe, die hier runter geht zum Opernhaus. Sowieso erst mal gucken, wie wir das machen hier mit der Kaimauer und alles. Ob wir die jetzt. Ja, guck mal, ich glaube, ich ziehe die Kaimauer erstmal hoch. In der Zwischenzeit kann sich dann der Wasserpegel so ein bisschen beruhigen. So. Können wir das Ding hier einmal kurz. Oh, ups, verklickt. Einmal hier auf die Kaimauer setzen, damit wir die Kaimauer Stadt Kai. Oh ja. Wird bereits belegt. Ach, wegen Stadt Kai wahrscheinlich, ne? Ja, guck, man kann da tatsächlich nicht rauf. Schade. Du musst ja dafür echt einen normalen Keil nehmen, der hier so ein bisschen runter geht. So, zack. Statt Keil geht's nicht. Ort ist belegt, Ort ist belegt. Da geht's jetzt auch nicht mehr. Das war natürlich ganz clever. Gut, Wasser ist zu hoch. Ich hoffe mal, das nimmt jetzt noch wieder ab. So, zack, zack. Ersetzen. Komm, auf da. Umzugskosten geht tatsächlich nicht mehr. Aber da. Da ist komplett alles abgesoffen. Aber ich muss mal gucken, ich glaube, das dauert jetzt nur ein bisschen, aber dann müsste das eigentlich auch alles wieder so ein bisschen sich beruhigen. Ja? Machen wir eine zweite Anglerinsel daneben. Oh,
Okay, so, und da kommt jetzt das Opernhaus dann rein, ne? Was gibt's hier noch so? Gewerbegebiet mit 20.000 Quadratmetern, 2.000 haben wir erst. Großbibliothek, 7 Unis, Geschäftspark, Observatorium, das wäre natürlich auch cool. Unterdrückungsbüro, Arbeitslosenquote über 50%, wir haben 10. Ah, das Wasser wandert jetzt aber auch wieder zurück, ne? Hoffen wir es mal. Dinosaurus, the only restaurant with a service are dinosaurs. Our animatronics are so real, you'll think a T-Rex is serving you T-Bone, a pterodactyl is serving you teriyaki, that a brontosaurus is serving you chili dogs. Every dish is an archaeological find, like our stegogetti, okay. Our raptor burger Rex, so. Or the pile of crumbled sticky brownies adventurously made with dino droppings. Hier grad. So, take a trip into the wild at Dinosaur. You can dine in or dine out. Die Idee ist, dass wir hier so halb rund und dann im Berg hier drin verschwinden. Stelle zu steil und rein in den Berg. So kommt man zum Opernhaus. So, und wie der Anschluss später hier fertig wird, überlege ich mir noch. Ah, ist zu hoch hier alles. Hat's bereits belegt. Naja, hätte ich andersrum machen müssen. Ich kann leider nicht erst bauen. Das finde ich echt doof. Okay, das Wasser kommt jetzt ziemlich hoch, ne? Okay, pass auf, dann machen wir das anders. Dann gehen wir tatsächlich auf diese Höhe. Heben das hier alles so ein bisschen an. Genauso doof wie eben. So. Ziehen wir es einfach mal hart rüber. Den jetzt dort setzen. Passt das, ne? Klasse. Opernhaus gesetzt. Geil. So, da kommt auf jeden Fall der Stadtkai hinter. Da, den Rest bauen wir später irgendwie weiter. So, und Strom. Zack. So, jetzt brauchen wir nur noch eine vernünftige Anbindung. Da kommt aber noch was neben. Machen wir hier die Ballonflüge. Ich glaube, die mache ich sonst genau gegenüber, oder? Wäre eigentlich auch nicht verkehrt. So. Platz mit Bäumen.
So, jetzt haben wir hier ziemlich steile Klippen, ne? Können wir mal ein bisschen weicher machen. Shit. Okay, so, jetzt braucht das Ding nur noch eine Straßenanbindung, eine vernünftige auf jeden Fall. Muss mal gucken, wie ich das mache. Vom Ding her hier hoch und daran, ne? Und von hier aus da irgendwie runter. Ja, so, auch so. Einmal schnell unterirdisch. Zack. Und hier aus jetzt, ne? Nach oben. So einfach ist das. Okay, vielleicht nicht zu eng an diese Kreuzung. So, wir gehen von hier aus. Aber hier direkt schon runter. So, auf jeden Fall. Na komm, unterirdisch. So, und jetzt von da aus. Ach, krieg die Straßenführung nicht geändert. Schade auch. Ich muss jetzt tatsächlich nochmal wegreißen hier. So, wieder unterirdisch. Und von hier aus jetzt. Und einmal rüber. Und da wieder raus. Klasse. So, und von hier aus. Hier hin. Und dort wieder raus. Super, cool. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich die Buslinie hier, ob ich die neue Linie ziehen. Linie zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen. Okay, ja, ich möchte hier was hinzufügen, nämlich. Bingo. Bitte hier einmal rum und dann da wieder zurück. Und hier auf dem Rückweg können wir dasselbe eigentlich auch machen. So, also wenn wir jetzt von hier unten kommen, biegen sie hier erst einmal ab, fahren dadurch, dann hoch in die Stadt und wenn sie aus der Stadt kommen, biegt er hier auch nochmal ab und hält da an. Müssen wir gucken, in welche Richtung ihr fahren wollt. Und ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal, oder? Klasse. Richtig, richtig schick. Auch mit dem Pier hier unten. Wir können noch mal schauen, ob wir da Parkdekos und sowas. Parkplätze natürlich. Wäre auch nicht verkehrt hier unten. So, für die Operbesucher. So, läuft. Wasserverbrauch, Pumpqualität, ja, passt alles. Strom passt auch alles. Sehr schick. Da machen wir es noch ein bisschen hübsch hier. Ja, mit den Park-Eco-Dingern mache ich später mal. Anglerinseln an. Könnte man natürlich hier auch noch irgendwie. Genau wie ein schwimmendes Café. Das muss hier tatsächlich irgendwie noch hin. So, guck mal, ob die Straßen hier noch lang kriegen. Wir kriegen hier tatsächlich noch eine Straße hinterdurch.
da hoch, ne? Nein. Gut. Schwimmendes Café. Wurde bereits belegt. Ja, da muss jetzt wieder der andere Pier ran. Da ist er. So. Schwimmendes Café. Guck mal hier. Mittig. Jawohl, oder? Also geht's noch schicker? Ich glaube, schwierig. So, und den Restpier hätte ich gerne irgendwie noch wieder hübscher gemacht. Wurde bereits belegt. Ja, schade. Geht da an der Stelle jetzt nicht mehr. Ich muss doch mal schauen. Hatten wir jetzt eigentlich schon... Hafenfähre, Monorail, nee, ich glaube, den hatten wir noch nicht, den, wie heißt das, so ein Yachthafen oder sowas. Schönes Café, Anglerinseln könnte man natürlich dann auch noch irgendwie neben schmeißen, aber nee, es reicht so. Aber da dann, Statue des Wohlstands und eine Shoppingstatue. Kleine Statue des Wohlstands. Ach, gehen wir da nicht vor. Da auch nicht. Ja, guck mal, wenn wir das alles ein Stück nach hinten versetzen, den Kasten, kriegen wir hier tatsächlich nur so die Statue des Wohlstands davor, ne? Ah, passt schon. Okay, da brennt so eine Feuerwehr haben wir überhaupt nicht mehr in Reichweite. So, da kommt eine Feuerwache hin. Gegenüber eine Polizeiwache. Sehr cool. Statue der Industrie. Nö, Transportturm. Großes Einkaufszentrum. Ich glaube, ich mache hier irgendwie noch Touri-Kram. Wissenschaftszentrum, Akademische Bibliothek, Aquarium. Okay, schauen wir sonst mal hier Richtung Hafen und Wasser. Was gibt es denn da noch Schickes? Und Kanäle, Fährwege, Fährkai, Fährhaltestelle. Guck mal, sowas brauchen wir tatsächlich hier unten noch. Bärendepot, Frachthafen, Hafen. Ja, einen richtigen Hafen für Kreuzfahrtschiffe. Ne? Den brauchen wir allerdings auch noch. So, öffentliche Transporthubs. Mehrgeschossiger U-Bahn-Hub. Großstadtflughafen. Was gibt's da denn? Seilbahn. Seilbahn könnte ich ja hier zwischen vielleicht durchziehen. Flughäfen. Ja, und Yachthafen oder so habe ich nicht. Kriege ich wahrscheinlich auch noch nicht. Kommt aber irgendwann. So, und hier muss jetzt irgendwie noch eine Shopping Mall mit bei. Einzigartig da. Shopping Mall. Dann machen wir die hier hinten an die Stirnseite, ans Ende sozusagen. Da will ich mit der Vierspurigen hier auch noch mal rum. Oder mit der Sechsspurigen. Auf die Seite. Soll ich schon auf die? Achso, passt rechts mit dem Tunnel nicht mehr. Okay, da kommt das Teil hin. Und auch hier gegenüber nochmal das Parkhaus. Sehr geil. Jawohl. Das sieht doch geil aus.
So, hier hinten ist auch irgendwie nicht mit Polizei, aber da oben haben wir eine Wache, ne? Oder was ist das hier? Nicht genügend Kunden, Supermarkt, ach so. Ja, Wohngebiet kommt hier auch wieder zwischen. Ich glaube, hier mache ich noch Wohngebiet bei. Und wie ich das hier am Hafen mache, hier unten, muss ich mal schauen. So, dann machen wir mal mit dem Bergkai, Stadtkai weiter. Küste benötigt. Ja, guck mal, ist zu flach hier unten. Ist tatsächlich sehr, sehr flach. Mal gucken, ob da dauerhaft das Wasser so reindrückt oder ob sich das nochmal beruhigt so ein bisschen. Küste benötigt. Echt netter aus, oder? So, da ist Strand. Ich glaube, hier mache ich einen fairen Hafen hin. Fairen Depot, vielleicht auf diese Seite. Aber das hat noch Zeit. Ich muss hier was machen mit dem, mit der Strandhöhe. Auf diese Höhe hier. Das Wasser mal so ein bisschen raus. Vielleicht, dass wir eine kleine Ebene höher gehen. So, dann haben wir da oben auch wieder Küste, ne? Ja, kommt sofort wieder nachgespült. Okay. Wunderbar. So, für den Anfang würde ich sagen, sieht das hier schon echt schick aus. Den Rest machen wir dann demnächst weiter. Da ist auch ein bisschen überspült und alles nass. Okay, cool. Wächst auf jeden Fall. Ne? Mit jedem einzigartigen Gebäude machen wir hier hübscher. Und demnächst dann halt auch noch hier den ganzen Buschgedöns weg. Und dann machen wir da nochmal richtig... Wo ist sie? Nochmal richtige Deko hin. Hier sowas. Zierobjekte oder so. Schauen wir mal. Würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Pause, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.